Die schöne Susanna Vorkart-Merian ist als junge Basler Mutter zusammen mit ihren beiden Kindern Sophia und Karl Rudolf im Seuchenjahr 1823 gestorben. Hier im Kreuzgang sieht man auf ihrem Epitaph, auf ihrem Grabmal, wie sie die Kinder hämpfeln auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir sehen alle drei zum Himmel schweben. Der Wind vom Jenseits, man sagt, der empfängt die toten Seelen, bewegt schon ihre Haare und hat nur noch einen Fuß auf unserer Erdkugel. Mit der Hand deutet sie oben in die Ewigkeit. Selbst mal haben Basler noch Grabgedicht für ihre verstorbenen Frauen geschrieben. Eins davon passt gut zu diesem Denkmal hier. Mit Tränen bring ich dich, Geliebte, nicht zurücke. Dein holder Schatten schwebt bereits in höherem Glücke und dein erblasster Leib ruht sanft in seinem Grab. Es sei nun dieses Grab mein stetes Angedenken. Dem stillen Aufenthalt will ich die Seufzer schenken, bis dass ich Ruhe an deiner Seite hab.